Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge PixArk mit Valui und Katze. Ich bin Valui, hallo. Doch, du bist Katze. Nein, bin ich Katze. Dann nicht. Was haben wir heute vor in der Folge an der Agitavis vielleicht, Sam? Ja, vielleicht zwei oder drei oder so. Okay. Für jeden einen wäre schön. Ja. Aber es wird halt hart, glaube ich. Die einen, wobei, One-Hitten tun die uns mit der Eisenrüstung ja auch nicht mehr. Nee, aber die töten uns mit drei Schlägen. Wer hat denn Dodo gezähmt? Hä? Blaudi? Warum steht da, dass ich einen Dodo gezähmt habe? Hä? Was? Wie Blaudi? Hä? Ich nicht, was du von mir willst. Blaudi hat wohl gerade einen Dodo gezähmt. Wieso ich? Irgendjemand hat einen Dodo gezähmt. Wenn es Miri nicht war, ich bin's sicher nicht. Ja, wer weiß. Oh, warum? Aber ich musste auch Werbung machen. Da ist jetzt ein Dodo drin, der heißt Dodo-Merch. Wo ist der drin? Da im Gehege natürlich. Hör, sind wir auch noch hierher gebracht. Dodo aufgerufen werden. Hab ich dir das erlaubt? Wie hast du, hab ich dir das erlaubt? Hey, ich hab dir ein Dodo gebracht, was ist jetzt dein blödes Problem? Ich hab das gar nicht gesehen, wo kamst du her? Ich stand hier auf dem Feld. Ich hab dir Dodo-Merch gebracht. Danke, du hast mir Dodo-Merch gebracht. Er heißt Dodo-Merch. Sei doch mal ein bisschen dankbar für Dodo-Merch. Ich bin dankbar für Dodo-Merch. Ja. Ich finde es schön, dass es bei uns im Hintergrund die ganze Zeit gewittert. Ach Quatsch. Echt, bei mir musste ich das Fenster komplett aufreißen. So ein bisschen Aufreißer. Ah! Claudi, hast du dich jemals gefragt, warum es Leute gibt, die geschlagen werden und du nicht? Ich frage mich das. Katze, wie weit bist du, können wir jetzt an der Agentavis zähmen gehen? Ich habe gerade drei Pteranodons, die ich simultan zähme. Warum? Weil drei mehr als eins ist. Ich mag Pteranodons nicht, ich möchte, dass die ausziehen. Hä? Du wohnst nicht mehr zu Hause bei uns. So wie die Dodos. Wo bist du gerade? Wo zähmst du die denn? Alle vorne bei der Ebene, die ich freigemacht habe. Die alle da runtergekommen? Die sind alle da in meinen Schuss gelaufen, sagen wir es so. Ach so. Hallo? Hi, hast du denn genug Sättel mit? Nö, ich brauche nur einen. Du hast drei. Ja, ich habe drei. Ich zähme gerade drei, aber ich brauche am Ende von denen nur einen. Ah ja, ja, okay. Aber uns gehen so viele Flöten, da habe ich lieber noch ein paar dabei. Ja, wow, du hast Level 2er gezähmt, warum denn das? Hilf mir, die Schutzbarke laufen. Weil er trotzdem fliegen kann. Ja, und? Ich auch. Du kannst auch fliegen? Ist mir neu. Ja. Aber nur in eine Richtung. Ja. Nach unten. Trebe runter. Ich hatte gestern Schupfnudeln. Cool. Ich hab mir nach dem tollen Stream mit Blauli habe ich mir Schupfnudeln gemacht gehabt. Wir hatten irgendeinen gesunden Eintopf mit Zucchini. Wir hatten Zucchini. Zucchini kann ich wirklich nicht leiden. Wir eigentlich auch nicht. Aber wir hatten einen leckeren Hähnchen-Zucchini. Ich hab's ganz klein geschnitten. Hähnchen-Zucchini irgendwas hatten wir. Das war lecker. Ganz klein geschnittenen Zucchini. Wo ist denn der dritte? Ich sehe nur zwei. Einer ist doch im Wasser. Ja gut. Das habe ich vergessen, dass das ja auch noch ist. Hier vorne. Ja, ich sehe es gerade. Hast du genug Sättel? Nein, du wolltest nur einen, ne? Sag mal, bist du dement? Ja. Das hast du mich vor einer Minute so gefragt. Ja gut, okay. Wo hast du denn meinen Agentavis-Sattel? Ist den noch in deinem Inventar? Ja. Wir müssen ja mehr haben. Wir haben doch bestimmt drei oder vier. Drei. Hatten wir schon mal drei Sättel davon? Ich guck mal eben. Ich soll noch welche bauen. Man müsste hier so ähnlich wie in WoW immer stärker werden. Und dann müsste man einfach alle Dinos one-hitten können irgendwann nur. Wäre schön, gell? Aber irgendwie... Bist du in Ark jemals, als du es angespielt hast, auf einen Giga getroffen? Nein, ich habe noch nicht einmal einen Giga gesehen. Das ist nice. Gigas sind toll. Ich glaube, du lügst. Nee, die sind wirklich toll, solange du den hast.
Ach stimmt, wir haben ja einen Steel-Helm gekriegt. Haben wir? Ich hatte einen bekommen, ja, durch das Töten von so einem T-Rex. Ach so. Angezogen, ich Depp. Nice one. So, jetzt kann mir der Agitabel schon mal nicht mehr auf den Kopf springen. Toll. Ja, ne? Das ist jetzt faszinierend. Warum bist du denn schneller fertig? Ja, du warst der Erste, den ich down hatte, aber da müsste der hier vorne ja jetzt auch gleich fertig sein. Oh ja, der ist fast fertig. Cool. Hey, hey, what you got? Ja, warum habe ich eine blöde Vase im Inventar? Wer hat mir eine Vase ins Inventar? Was? Oh, wieso haben wir sowas wie eine Vase? Sieht schick aus. Wie zum Geier, wo hab ich denn her? Das ist doch nicht normal. Ja, sieht schick aus. Sieht scheiße aus. Aber egal, wo ist die her? Ab Level 50 geht's wieder richtig weiter, Blauli. Was denn? Was können wir denn dann? Ab Level 50 kann ich noch ein paar Sachen bauen, die uns helfen. Iron Walls, Ballisten kann ich dann bauen. Dann können wir nämlich bei uns eine Balliste irgendwo aufs Haus stellen und damit T-Rex abschießen. Wir können keine Agentabs-Sättel craften. Warum? Ich kann Agentabs-Sättel. Wir keinen Kopper haben. Aber ich habe Kopper reingelegt in die Schmelze. Nee, in die Schmelze. Warum tust du das denn nicht hier hinten in unser Lager? Weil das noch gebrannt wurde letztes Mal? Hat Baloo ja eigentlich schon die Schmelze abgebaut hier in Pixar? Leute, Baloo hat gar nicht die Schmelze abgebaut. Altes Spiel, Leute. Altes Spiel. Ich habe neulich in Catrian ohne dich den Smeltery-Controller abgebaut. Ja, ich habe zugeguckt. Das war nicht okay. Nee, hast du nicht. Sicher? Das habe ich auch hab ich gemacht. Zugeguckt. Hä, aber ich. Ach so, aber du hast es auch einmal im Stream gemacht. Das kann sein. Schmelz abgebaut. Und dann hast du gesagt, eigentlich müsste das Baloo jetzt machen. Ja, stimmt. So, craften. Craften von einem Agentavis-Sattel. Aber ich glaube, das kannst du verzeihen von dem einzigen, der Lapis Blauli richtig sagt. Ne? Lapis Baloo. Oh ja, den meine ich. Lapis Blauli? Ja, Lapis Blauli. Lapis Blauli. Ihr seid doof. Nicht Lapis Blauli. Lapis Baloo ist cool. Es war so klar, dass also, das Viech jetzt hier direkt wieder angreift. Ein Sattel hat Katze, zwei habe ich gemacht. Das heißt, wir haben jetzt drei Sättel, das ist okay. So. So, Fleisch habe ich auch genug. Also von mir aus, Katze, können wir Rabotti machen hier. Rabotti? Ja, Agentavis fangen. Können wir das denn hinkriegen? Das hat uns mal nicht ein T-Rex überrannt, sondern ein blöder Spirit, ey. Spirit war nicht fair. Nee. Irgendwer hat mir auch geschrieben, man müsste T-Rex mit Magiepfeilen betäuben und das geht mir normal nicht. Toll, wer macht denn da oben eine Tür? Die war damals noch auf Plane-Ebene, Blauli. Wie soll ich denn jetzt wieder zumachen? Fies. Blauli, die war mal auf der Ebene, wo das war. Das habe ich alles abgetragen. Ja, hast du gut gemacht. Ganz viele. Was? Wie er den Namen ändern will, Kappa. Nein. Warum machst du jetzt noch einen vierten? Hä? Ich dachte, wir zählen den Agentavis. 1, 2, 3 und dann vierter. Weil der ein gutes Level hatte und vorbeigeflogen ist. Oh. Komm, wir müssen Agentavis töten. Ein Zähmen. Zähmen, komm, wir müssen Agentavis töten. Einfach dabei lassen. So, alles gut. Komm. So, werden wir ein bisschen schneller wieder hungrig, die Blöden. Nem. Muss immer hinterher rennen. Nem. Hallo, Katze. Hi,
Ja, der ist lang genug unconscious jetzt. Das passt mit dem Taming. Der sollte sich durchtamen. Was ist das hier? Versuchst du gerade den Passiv zu tamen, den Patchy? Ja. Warum? Warum tamest du ihn? Das ist ein Level 40 Patchy. Warte, wenn ihm ein Unfall passiert. Ey, was? Was? Wow. Das war gerade strange. Du hast den anderen, die Miri habe ich auch gezähmt. Das sag das doch. Nö. Wusste, dass du das wieder machst, um mich zu ärgern. Deswegen habe ich dir erst recht nicht erzählt, aber wusste ja nicht, dass du es trotzdem machst. Hey, ich wollte halt irgendwas angreifen. Ich habe extra den Patch in Ruhe gelassen, Dodo. Muss. Gehen. Er ist weggelaufen vor dir. Wo ist der scheiß Patch? Da hinten um die Ecke ist er gelaufen. Ich bin S, steht da. Ach, weil Ü und SZ nicht angezeigt werden. Ich hab ihn Ich bin süß genannt. Oh nein. Ja, der nächste Pteranodon ist down. Wieso? Weil ein Terrorbird neben mir steht. Obwohl, das könnte sogar passen. Wenn er jetzt nicht direkt wieder runtergeht innerhalb von 2 Sekunden, könnte ich bei mir Reef Zuflucht finden. Nein, nein! Nicht im Dodo-Camp! Komm schon. Komm schon. Abheben, jetzt! Oh, geschafft! Nein! Der Terror-Vogel. Diese Mauer, Alter! Lauf! Oh, aha, jetzt ist er weg. So, Freundchen. Und der Pteranodon ist fast down. Wo ist er denn? Siehst du ihn noch? Ja, hier unter dir. Ach, hier. Lass uns den mal tame. Heißt Terrorbird. Was? Lass uns den mal tame. Womit? Narkofallen. Narkose fallen. Geht das? Ja, klar. Auch wenn wir ihn jetzt schon fast umgebracht haben? Ja, auch fast umgebracht. Ja, dass er sich zähmen lässt mit Narkotik-Fallen. Ja, ist auf jeden Fall kein Passiv-Tame als aggressiver. Nee, ja, das, Oh, fertig. Okay. So. Fleisch reinstopfen. Mach ich. Barry kann er auch noch haben, wenn er will. Oh mal. So, Fleisch, Remote Use Item. So, jetzt ist er wieder so. Hier nicht. Bitte? Bei mir ist er nicht full life. Ich rede von meinem Pteranodon. Nicht von dem Terrorbird. Wow, da beim Terrorbird geht aber mal die Narkose sehr schnell runter. Ja. Aber ein Terrorbird könnte uns helfen. Terrorbird singing in the day of night. Weil das ist theoretisch auch ein Predator, der ist einigermaßen schnell, hält ein bisschen was aus und ist zum Zubeißen möglich. Der mag nur leider irgendwie das Fleisch nicht. Der hat einfach noch keinen Hunger, du Baum. Warum nicht? Weil er noch nicht Hunger hat. Der muss wahrscheinlich noch ungefähr 17, 27 Punkte verlieren. 37 wahrscheinlich eher. Okay. Food. Also du musst den ein bisschen mit reinstecken an Narco-Berries. Ach du Wahnsinn, ich kann mal nicht irgendwie, warte mal, es gibt doch Bären, die den Hunger erhöhen. Nein, damit machst du das Taming kaputt. Also du machst es nicht direkt kaputt. Das Problem ist, der füllt das dann wieder auf, also so ist es ein Ark, der füllt es wieder auf mit Futter, das er drin liegen hat, aber das zählt nicht zum Taming hinzu. Du kannst ihn also nicht aushungern lassen, um danach dann den schneller zu zähmen. Ach du Wahnsinn, nicht. Boah, geht das schnell runter, Alter. Ja, das Taming geht auch extrem langsam hoch. Wir brauchen mehr Narco-Berries. Ich hab noch 200 Narco-Berries da. Keine dann Ahnung. Sollten die reichen. Ob dann hast du jetzt reicht? Aufgabe, hier Narco-Berries zu nutzen. Ja, ich pass hier auf. So, ich gehe kurz draußen mein Level 25er Pteranodon abholen. Problem ist, jede Narco-Berry erhöht den Wert immer nur um 2 bis 3. Warum denn, Alter? Weil die gleichzeitig scheiße auch noch schnell runtergehen. So. Oh Mann.
Ja, ja, in einem Pseudonym, Dingsbumskirchen. Die Namen sind gut. So. Und ich sitze auf einem Level 25 Pinaradon und die haben gar kein Taming dazu. Die kannst du den Tame-Wert nicht kaputt machen. Das Problem, Blauli, das wir haben, Dinge, die das Essen runtermachen bei solchen Viechern, sind Stimberries. Bedeutet, die Stimberries benutzt du aber normalerweise, um Viecher schneller aufzuwecken. Oder um sie allgemein aufzuwecken. Bedeutet, du müsstest simultan Narcoberries und Stimberries reinpfeffern und ich weiß nicht, ob das bei einem Terrorbird überhaupt funktioniert. Könnte sein, dass da eine Stimberry reicht, um den sofort aufzuwecken. Also würde ich das bei dem nicht so versuchen. Ich hab, doch, ich hab Stimberries. Berry can be eaten. Pinch to recover food stamina and lose topity. Ah, okay. Nee, die Stimberry geht nur ans Dehydrieren. Nicht das ans ist Essen. Für Menschen. Die Wirkung auf Tiere, die kein Trinken haben, ist anders. Da geht's Essen runter. So. Weil die das zusammengefasst haben. Ja. Nee, ist okay. Die Narcoberries, also dieses, scheint über die Zeit auch Wirkung zu entfalten, nicht instant. Ja, das die gehen ein bisschen. Passieren. Nee, nee. Der ist ja schon wieder voll, also es geht ganz gut eigentlich. Passt drauf auf. Die Hälfte ist oben. Dann mache ich jetzt, wenn wir kein Agitem können, was ja gerade sowieso relativ schwierig ist, mache ich kurz ein bisschen was für unsere Dino-Sicherheit. Was willst du tun? Ich baue einen Dino-Hut. Okay. Eine Foundation. Was ist. Warum finde ich das? Denn keine Stone Foundation? Nein! Wer ist schon wieder gestorben? Was? Mann ist gestorben. Irgendwas stand da gerade, dass ein Patchy meint, ich bin süß, ist irgendwas mit passiert. Er hat einen anderen getötet, der mich angegriffen hat. Ach so, okay. Er hat mir nur geholfen. Okay, dann war ich bin süß, hat alles richtig gemacht. Ja. Wow. Er ist nur außerhalb der Mauer, weil er dir folgen will, aber nicht reinkommen. Ja. In meine Mauer. Aber ich glaube, Leute, wer auch immer dran ist, der muss was machen. Okay, dann hoffe ich, euch hat die heutige Folge gefallen. Wenn ja, dann schaltet gerne auch bei Baloo und oder Katze ein. Und ansonsten macht es gut und bleibt schön feurig. Tschüss. Throw your cranes up.